Leute und herzlich willkommen zurück zu Fallout 4. Wir haben unseren Dönerspieß. Und damit werden wir gleich irgendwas aufspießen. Ja, ja, ich schmeiß die Nuka. Ach, deswegen so. Komm, damit. Lecker, lecker. Hm. So, wir haben eine Haarklammer noch rausbekommen. Hier auf der Ebene ist noch einer. Nur wo? Was sind der? Ach hier. Moin. Ach, halt die Klappe. Na komm, wehr dich. Gute Nacht. Okay, Dönerspieß. Rausholen. Dönermesser. Ist ja gar kein Spieß. Schon der. Wo hier oben ein paar Gegner sind. Also, es ist. Was war das denn? Nö, nö. Ich weiß gar nicht, wie viele Haarklammern wir eigentlich haben. So. Schön. Ach, Klebeband ist immer wieder. Oh. Aber nachdem ich den Tower durch habe, muss ich auf alle Fälle zurück nach Sanctuary. Um. Wir haben ein bisschen Platz im Inventar zu bekommen. Geschafft. Nichts mehr zu sehen von Ihnen. Was? Endstation. Oh Gott. Moin. Oh. Und kritischer Treffer und BAM! Okay, das Ding ist schon witzig. Ja, ich weiß, dass ich so viel trage. Oh Mann. Was ist. Was. Obwohl es zwei Ausdauer gegeben hat, habe ich gerade gesehen. Das war ein Anzug. Achso, okay. Das Dönermesser. Das Gute. Oh, jetzt geht's ab. Oh, oh. Nichts. Zumindest sieht es verdammt nochmal danach aus. Ich will mal hier. Wird der epische Fight. Bam. Bam. Warum habe ich nicht früher. RIP. Warum habe ich nicht früher damit angefangen, mit Nahkampfwaffen zu kämpfen? Das ist ja ultra witzig. Ja, den Kampf bekämpfe ich vielleicht dann doch nicht mit einer Nahkampfwaffe. Mit der Schrotflinte. Wo ist er hin? Ach, die ganze Aufregung wegen nichts. Jetzt gehörst du mir, Mann! Ach, da ist er. Ah, schade, ich hab. Ciao. Hä? Ach, hier liegt er.
Reduziert den durch Menschen verursachten Schaden. Das ist linker Arm, ne? Linker Arm. Mit Taschen. Na gut, schade. Scheiß Überladung. Kampfgewehr? Davon gibt es eine automatische Version. Fett. Das ist ja mal eine Überlegung, wer da. Niemand ist hier. Du ja. Bist sowas von tot! Okay. Wenn ich mal nicht überladen wäre, wäre das alles so viel einfacher. Ich brauche dafür unbedingt mehr Munition. Immerhin kriege ich so, wenn ich die Nuka-Cola dann trinke, Kronkorken dazu. Ist zwar immer nur einer, klar, aber... What the fuck? Alter. Natürlich bin ich überladen. Warum denn auch nicht? Macht ja Spaß, überladen zu sein. So, gibt's hier oben noch irgendwas? Nein. Gut. Reisen. Sanctuary. 16 Menschen? Sind aber auf einmal viele geworden. So. Jetzt müssen wir erstmal unser Inventar leeren. Dann guck ich mal. Ist gar nicht so schlecht. Ja, ne? Loch, aber es könnte schlimmer sein. Ich freue mich schon auf dich. Ja, ja, ja. Den Stuhl baue ich dir auch gleich. Genau. Gesamten Schrottlager. Wie viel ich einfach mit hatte. So, das lagern wir ein. Die brauche ich auch nicht. Genauso wenig wie das. Das behalten wir. Das legen wir mal rein. Also, der Schlagring macht mehr Damage als das Dönermesser. Wie viel Platz wir auf einmal haben. Scheiße. Ach Gott. Hier kommen wir wieder ein bisschen... Bisschen was braten, kochen, wie auch immer. Ich brauche hier in dem Haus unbedingt mal Licht, fällt mir gerade auf. Licht.
Ne? Muss ich die echt noch verbinden? Benötigt Strom, ja, das ist mir auch klar. Dann baue ich jetzt hier so einen kleinen Generator rein. Guck mal, der bringt 3, der bringt 5. Ups. So. Ihr habt doch jetzt Strom. Also hier ist doch... Hä? Er will nach da oben. Da oben stehen die anderen, die Windmühlen, ne? Ja. Das verstehe ich gerade nicht. Licht. Ah, gut. Es ist nicht schön, aber selten. Ups. Das ist echt nicht hübsch. Obwohl das ganz cool aussieht. Na gut. Mal kurz hier dran. Können wir hier eigentlich nochmal irgendwas Cooles machen? Nee. Haben wir auch schon das Beste dran. Auch schon das Beste dran. Auch schon. Auch schon. Eine Legendary Welt jetzt. Hier. Ich mach die jetzt mal dran, weil vorhin haben wir es ja gefunden. So an sich. Oder? Ach, wisst ihr was? Ich mach's jetzt einfach so dran. Scheiß drauf, ob wir das finden. Blabliblub. Ich werde es nicht übertreiben mit diesen Legendary Dingern. Feuerrate. 25% mehr Schaden ist natürlich. Das ist so die Frage, was mache ich rein? Does increase amounts of damage as the daylight grows longer and less damage during the night. Nee. Heilziele? Was? Das ist ganz cool. Aber ich glaube, dass wir den Doppelschuss machen wir rein. Gut,
Man muss auch sagen, man das verbraucht halt auch echt viel. So eine Legendary Mod. Ist ja klar, weil. Ist ja Legendary. Wäre ja langweilig, wenn nicht. Automatikverschluss wäre schon nice. Oh, Waffenfreak. Stufe 4. Keine Verbesserung. Oh. Schmied. Na gut, dann wir verbessern mal Kampfschrotflinte. Und zwar damit. Damit. Gut, da brauchen wir nichts Neues. Geringere Streuung. Ja. Jetzt haben wir 120 von der Hose. Machen wir das noch an. Ein Schalldämpfer. Rückstoßdämpfung pro Schuss, Rückstoßkontrolle, verringerte Reichweite. Gut, das mit der Reichweite wäre jetzt nicht so schlimm. Ja gut, aber wir lassen das bei dem Net dran. Können wir hier noch irgendwas Cooles machen? Okay. Öl und Schrauben. Ich möchte wieder kaum Schrauben. Besser reagierender Abzug, erhöhte Feuerrate. Panzerbrechende Funken. Ich glaube, das Magazin machen wir mal größer. Ja. Nichts dran zu machen. Legendary machen wir nicht dran. Gut. Danke. Können wir hier irgendwas Cooles machen? Wir können. Dafür brauchen wir Kleber. Nee. Räusper. Mal kurz. So. Gucken wir nochmal hier. Glaufmarkt, Lining-Mod, kein Gewebe. Schadens- und Energieresistenz. Ballistische Faser. Was brauchen wir dafür? Warum machen wir das doch mal? Improved Radiation Energie. Unarmed Damage, Scoped Aiming is more steady. Das ist nicht schlecht. Das machen wir auch mal. Improves Carrying. Oh. Er ist ja übel nice, was man hier machen kann. Improves Carrying. Ja, das machen wir. Auf alle Fälle. Da kann man den Legendary einfach dran machen, den Ring. Das ist cool. Machen wir das? Wir gucken mal, was es so gibt. Menschen verursachen. Ups. Plus 2 Präzision, Intelligenz, Glück,
Stärke und Melee Damage. Endurance. Charisma. Stärke und Ausdauer, ja, das ist eigentlich nicht schlecht. Wobei wir kaum Glück haben, deswegen mache ich jetzt das. Unsere Rüstung hier übel aufrüsten, ist ja geil. Wusste ich gar nicht so. Also irgendwie habe ich das gar nicht so mitbekommen. So. Hab's halt nie gemacht. Hauen wir auch einfach mal alles raus, was wir da haben, du. Guck mal da. Geil. Und jetzt sind wir schön ausgerüstet. Wir haben Piper immer noch nicht gefunden, was mir übel auf den Sack geht. Wie viel Tragekapazität haben wir? 295. Ja. Lässt sich auf alle Fälle mit leben. Warte mal, man kann die doch umbenennen, ne? Kann man nicht. Ich denke, man kann die umbenennen. Schade. Na gut. Daten. Wir machen jetzt noch das. Bauen wieder auf, genau. Nochmal dahin. Ich hoffe, es dauert nicht so lange. Ich hätte vielleicht was trinken sollen davor. Ich schicke mir jetzt einfach während der Ladezeit mal was ein. Schön am Mikrofon vorbeischrauben, damit es schön laut ist für euch. Super Sache. Vielleicht mal 32 Schuss dann. Das Sturmgewehr hätten wir eigentlich zu Hause lassen können, quasi. 40 Schuss. Wir haben das Dönermesser noch nicht. Das gute Dönermesser. So, wie kommen wir jetzt da hoch? Uppala. Gott, jetzt aber gut. Achso, hier ist ein. Es kommen schon wieder Ghule hier. Dönermesser raus. Scheiße, ey. Warum haben wir nicht vorher... Na gut, wir hatten vorher nicht so eine coole Waffe. Muss ich mal dazu sagen. Ist einfach... fucking brennendes Schwert. Dönermesser. Entschuldigung. So, hier müssen wir irgendwie hochkommen. Und wie schaffen wir das? Ich hab da was vorbereitet. Ciao.
Achso. Oh, jetzt fängt es ja an zu regnen und zu gewittern. Toll. Wir wollen klettern. Das muss irgendwie über die Dächer. Das ist die Frage. Wo komme ich hier? Die Mod ist schon geil mit dem Gewitter. Muss man echt mal sagen. Wir gehen einfach mal hier rein und gucken, ob wir da irgendwie hochkommen. War ich ja schon mal drin, ne? Anscheinend nicht. Habt ihr das gerade gehört? War hier gerade ein Babyschrei? Und eine Katze. Ah, eine Katze. Eine Katze? Hi. Wo ist denn? Na gut. Hm. Ich hab gedacht, es war ein Babyschrei. Es war nur so leise. Verurteilt mich nicht. Wie kommen wir da hoch? Das überlege ich gerade. Wie kommen wir da hoch? Auf alle Fälle durch irgendeine Beute aufs Dach. Was mir gerade so auffällt, es gab lange nicht mehr so einen radioaktiven Sturm. Irgendwie passt die Spiegelung nicht. Ja, aber so weit... Yay, Level 31. Machen wir doch gleich mal. Oh, hier. Können Gewehrschütze nach oben machen. Nein. Level 33 war das nächste, was wir machen wollten. Bei irgendwas. Ja, hier genau, das mit dem Hacker. Wir machen das weiter, doch. 80% mehr Schaden, dann ist es für nicht-automatische Waffen. Und da ich eh überwiegend nicht-automatische Waffen benutze. Ja, ist das ganz cool, ne? Ach, Moment mal. Ich weiß, wo ich hin muss. Oh. Werfen das aber auch schön hinter mich, ne? Nein, mal so blöd von denen. Hör doch auf damit. Jetzt aber raus hier. Das ist das Problem, wenn man ständig die Bewegung umändert. What the fuck?
Alles klar, werf mir bitte noch ein paar mehr Granaten. Wow. Wer wirft denn die ganze Zeit? Können die bitte damit aufhören? Jetzt aber. Ja. Lecker. Na, das Ding erstmal weg. Na, da oben ist gleich der nächste. Zack. Zack. Aua. 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 Hör die mal bitte auf damit. Zack. 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 Och, die tötet mich gerade. What the fuck? Ich aber auch nicht einmal geblockt habe, ne? Das ist. Hört auf, mich da hinten zu beschießen. Ich muss gerade looten. Den versuche ich jetzt nochmal damit. Komm her. Fuck. Das ist vielleicht nicht so die beste Idee. Wo ist er hin? Ich sehe ihn nicht. Warte. Ah, jetzt habe ich einen kritischen Treffer erstmal wieder. Ich ziehe doch genau drauf. Ja, die sind manchmal. Das sind sehr nervig. Also bei mir bin ich drauf. Und der manchmal nicht trifft, keine Ahnung. Bin ich jetzt durchgefallen? Oh Mann. Ja, ich muss in das Gebäude. Ach ja, genau, das war ja das. Wir machen den Auftrag jetzt. Ich überziehe den Part einfach ein bisschen. Das wird in Ordnung sein. Scheiße, wirklich? Ach, muss ich da in das Gebäude rein? Da waren die nämlich schon mal drin, ne? Gar nicht so lange her. Part 57 dürfte das gewesen sein, als wir da oben waren. Jawohl, wir waren auf der Brücke. Also hier waren wir auf alle Fälle schon drin. Das weiß ich noch. Oh, hier sind wirklich wieder Gegner drin. Ach du Scheiße. Oh nee. Warum sind hier wieder Gegner drin? Doch auf damit. Er schießt einfach mit einem Raketenwerfer. War der beim letzten Mal auch schon da? Hey, die Roboter sind aber wieder da. Komm.
Brauch mal kurz die. Das wär's. Ha. Easy. Da, kümmert euch um den. Dankeschön. Lauft. Raketenwerfer, ne? Ein blöder Wichser. Hier, ich helfe dir ein bisschen. Soll jetzt aber schon die meiste Arbeit übernehmen. Das heißt, geh da drauf. What the fuck? Was ist das? Achso, das ist der. Er rennt da gerade hoch und verprügelt. What the fuck? Okay, das ist cool. Wie auf den drauf prügelt, ey. Komm. Das ist gerade so witzig, um es sich da einzumischen. Bam. Geil. Jetzt weiß ich nicht, ob der Loot natürlich wieder neu ist. Ich glaube es aber eher nicht. Stimmt. Das hat beim letzten Mal ziemlich viel Damage gemacht. Deswegen bin ich jetzt mal auf Nummer sicher gegangen. Und die Gegner haben natürlich. Das meine ich damit. Wir machen immer noch ganz schön viel Damage. Oh nein! Und die Protektoren-Wächter kaputt gemacht. Hier ist ein Safe. Ist das doch alles wieder? Muss ich hier wieder alles durchsuchen oder was? Cool. Wir haben ja jetzt wieder Platz. Ich kann ja wieder ganz viel Mist mitnehmen. Dach. War das nicht das Dach, wo eine Todeskralle beim letzten Mal kam? Ich überlege gerade. Das wäre leicht ungünstig. Um es mal nett auszudrücken. Na komm. Ja, das war das Dach. Ich hoffe, die kommt jetzt einfach nicht nochmal. Bitte.
Bitte? Oh, zum Glück. Wir müssen nämlich da rein. Mhm. Zementsack? Nehmen wir einfach mal mit. War mehr Platz. Bis ich wieder rummeckere, dass alles voll ist. Oh. Macht dem Vieh ja gar keinen Damage. Nein. Das war auch knapp. Ui. Ja, ciao. Die Plasma-Granaten machen ja übel Damage. Zumindest an den Robotern. So, dann haben wir Mida aufgebaut. Da ist auch noch ein bisschen was drin, was wir nicht brauchen. Jo. Dann beende ich jetzt mal mit dieser schönen Aussicht, ohne dass wir runterfallen. Ich speichere mal lieber. Ohne dass wir runterfallen. Oh, ist das nicht schön. Super Sache. So. Jo. Dann hoffe ich, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Ciao, sehen.